Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind auf die Zugspitze hochgeklettert. Die Aussicht ist hier super und es ist auch richtig schön kalt. Und das ist praktisch, denn wir sprechen heute über Wärme und Temperatur. Und wir Menschen, wir sind eigentlich richtig schlechte Wärmemesser. Denn wenn ich jetzt sage, es fühlt sich hier kalt an, dann ist das die gefühlte Temperatur. Und die unterscheidet sich von der tatsächlichen Temperatur ganz schön ordentlich, und zwar um bis zu 15 Grad. Aber woran liegt das denn? Warum empfinden wir Temperaturen so unterschiedlich? Also wenn ich jetzt schätzen müsste, wie kalt es hier im Moment ist, es liegt Schnee, der Wind pfeift auch ganz ordentlich. Ich würde mal so schätzen, vielleicht minus 5 Grad. Ich glaube, ich messe mal nach auf dem Thermometer. Kurzer Temperaturcheck, ich schaue mal aufs Thermometer und es zeigt knapp über 0 Grad. Also da haben mich meine Sinne ja schon so ein bisschen getäuscht. Und woran liegt das? Zum Beispiel am Wind. Denn je höher die Windgeschwindigkeit, desto stärker verdunstet der Schweiß auf meiner Haut. Und das erzeugt einen kühlenden Effekt. Dann ist nämlich meine Hauttemperatur niedriger als die eigentliche Lufttemperatur und es kommt mir kälter vor. Und das kann gerade im Winter auch mal ganz schön gefährlich werden, deshalb immer schön das Näschen eincremen. Hier kommt noch ein Beispiel, das kennt ihr bestimmt auch. Und zwar, wenn man Metall anfasst, dann fühlt sich das viel kälter an als zum Beispiel diese Bierbank aus Holz. Und der Grund dafür ist aber nicht, dass die Außentemperatur eine andere ist, sondern der Grund ist die Wärmeleitfähigkeit, denn Metall ist ein super Wärmeleiter. Das bedeutet, dass in der gleichen Zeit mehr Wärme von meiner Hand in das Metall abfließen kann. Und deshalb fühlt sich das hier kälter an als beim Holz. Da kann die Wärme nicht so schnell abfließen. Im Sommer passiert genau der umgekehrte Fall. Da ist das Metall schön aufgewärmt und wenn ich das anfasse, dann kann es ruckzuck die Wärme an meine Hand abgeben und das fühlt sich verdammt heiß an. Das Holz leitet die Wärme nur langsam und deshalb wird meine Hand nicht so schnell heiß. Also, ihr habt es gesehen, wir Menschen sind einfach keine guten Temperaturmesser. Die gefühlte Temperatur unterscheidet sich von der echten Temperatur oft ein ganzes Stück. Was machen wir aber, wenn wir es mal wirklich genau wissen wollen, wenn wir uns wirklich für die richtige Temperatur interessieren? Dann benutzt man natürlich ein Temperaturmessgerät, zum Beispiel ein Thermometer. Aber das muss ja auch erstmal erfunden werden.